herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe noch den Mund voll, weil jetzt brisiert, weil ganz schön viel los ist. Hier oben sind wir aber erstmal alleine unterwegs. Aussicht ist genial. Und damit werden auch schon die Ski angezogen. Ihr seht, ich muss mich beeilen. Los geht's. Im Zillertal ging es für uns mit der allerersten Gondel rauf. Das ist dort nicht um 8:30, wie fast überall, sondern schon um 7:30. Und von dem her hieß es erstmal früh aufstehen, um dann allerdings dieses Panorama erhaschen zu dürfen. Das ist der Aufstieg auf den Wimbach-Kogel und das ist wirklich nur ein Katzensprung eigentlich, weil man kann ja mit Liftunterstützung erstmal bis zur Wedelhütte fahren und dann eigentlich muss man noch so eine halbe Stunde ungefähr hochgehen und hat dann hier diesen Ausblick. Allerdings lohnt sich das Ganze natürlich nur, wenn man auch wirklich sicher im Gelände unterwegs ist und auch die alpinen Gefahren kennt. Denn wenn man dann oben angekommen ist, dann geht es doch ganz ordentlich zur Sache beim Runterfahren. Für uns war das aber nur ein erster Aufstieg, um dann noch einen zweiten Gipfel zu erklimmen, wo man dann auch so richtig gehen musste mit Tourenfällen und allem drum und dran. In Summe haben wir an diesem Tag ca. 1200 Höhenmeter Uphill gemacht. Welchen Gipfel wir als zweites erklommen haben, erfahrt ihr natürlich auch noch im Verlauf des Videos. Und dort geht es dann auch noch eine echt steile Pulverschneerinne runter. Also lohnt sich es auf jeden Fall dran zu bleiben. Und ja, ich habe diesmal fast alles alleine gefilmt. Das ist alles mit der Insta360. Und ich finde es ziemlich cool, was man dort für Möglichkeiten hat. Ich musste mich da allerdings auch ganz schön lang spielen. Also man muss schon zugeben, die hat viele Möglichkeiten, aber man muss sich auch dementsprechend eben einfach einfinden. Ich weiß nicht, es haben ja doch einige von euch geschrieben, dass sie sich auch eine gekauft haben. Da würde mich interessieren, wie ihr so zurechtkommt. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es so aussieht. Hier haben wir dann die Felle zum ersten Mal für den Tag aufgezogen. Und da das immer voll die Action ist, habe ich da einen kleinen Zeitraffer für euch mitlaufen lassen. Eine Abfahrt später ziehen wir jetzt gerade die Felle auf die Ski und jetzt müssen wir aufsteigen. Ich will gar nicht mehr gewohnt. Aber ich habe sie zumindest schon drauf. Ich kann schon wieder was essen. Jetzt hängen wir drin im Aufstieg. Der zieht sich ganz schön. Aber gut, wollen wir hoffen, dass es lohnt. Oben hat es voraussichtlich eine Rinne noch immer mit Pulverschnee. Und hier hoffen wir, dass es dann nachher schon aufführt, bis wir in der Abfahrt sind. Ja, hoffen wir das Beste, würde ich sagen. Wetter ist genial und nichts los. Von dem her haben wir schon mal alles richtig gemacht. Jetzt sind wir echt schon lange unterwegs eigentlich und haben aber trotzdem noch ganz schön was vor uns. Aber ihr seht, es wird besser und besser, wo wir umgehen. Und hier ist echt noch pulverig. Boah, jetzt wird es immer steiler. Jetzt hängen wir schon ganz schön drin. Aber schön langsam kommen wir auch dem Gipfel näher. Wo ich auch wirklich nichts dagegen habe, weil die Jause wartet, mein Trinken wird immer leerer. Man sieht den Atem witzigerweise, obwohl es echt so warm geworden ist. In der Früh bin ich schier erfroren und jetzt verglühe ich. Ja, das ist echt immer so ein bisschen tückisch im Frühling, finde ich. In der Früh war es wirklich richtig krass kalt mit über 10 Grad minus. Und ich habe extra nicht ganz so viel drunter angezogen, weil dann wieder alles ausziehen macht natürlich auch immer keinen Sinn. Also vor allem unter der Hose. Und habe am Anfang ganz schön gefroren, wo wir noch so ein bisschen auf der Piste gefahren sind und durchgependelt sind. Und dann während dem Aufstieg wurde es wärmer und wärmer und wärmer. Und da war ich dann Gott froh, dass ich nur eine normale, dünne, lange Unterhose unter der Hardshell-Hose anhatte. Währenddessen ich in den Sesselliften schon gedacht hatte, so Mist, warum habe ich nicht noch die zweite Lage drüber gezogen. Ja, und das ist eben so das Tückische, weil am Abend wird es dann natürlich wieder entsprechend kalt. Ja, das Trinken ist mir übrigens auch ausgegangen, aber naja, das passiert dann immer einmal. Danach hat man dann immer wieder ganz, ganz viel dabei, bis man dann mal wieder denkt, ach, man hat eh mal viel zu viel und dann nimmt man wieder weniger mit, dann ist es wieder zu wenig. Aber das gehört wohl einfach mit dazu. Juhu, da war ich dann auch oben angekommen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, weil ich habe mich ja diesmal eben, wie gesagt, versucht selber zu filmen. Einfach auch so ein bisschen als Projekt, um zu sehen, wie das so läuft. Und dementsprechend habe ich halt auch ein bisschen länger gebraucht. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Das hat echt ganz gut geklappt. Hier springt der Martin bei mir zum Gipfelfoto mit dazu. Und ja, das ist auch ein witziges Foto. Das wird auf jeden Fall auf Instagram kommen. Dann habe ich einfach noch ein bisschen für euch mitgeschwenkt, weil es da oben natürlich schon gigantisch schön war. Diesmal Jausen im Sitzen. Zweiter Gipfel für heute. Panoramaschwenk habt ihr jetzt vermutlich schon gesehen. Wenn nicht, blende ich ihn euch jetzt ein. Und jetzt heißt es erstmal Jausen, Jausen, Jausen. Also, ich bin ja fast alles mit Helm hochgegangen, aber unten war es auf einmal so knallheiß, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Da musste ich ihn runterreißen, ging nicht anders. Und den Gipfel
Haben wir uns gerade noch geteilt, aber jetzt haben wir uns für uns alleine. Wir waren Höhen halt auf. Mhm. Wie heißt der Gipfel jetzt? Mochbochlo. Ah, ich habe mein Baguette aufgegessen, nachher kommt der Nachtisch, aber jetzt schauen wir mal, was es hier unten wieder Gutes gibt. Oh Gott, ich bin weg. Halt die E-Salami, weil wir halt E-Lift gefahren sind, mit Liftunterstützung und E-Support. Halt darf man es essen. Das ist wohl der große interne Running Gag, weil der Martin hat so viele E-Nummern in seiner Salami entdeckt, dass er die nur beim E-Biken essen darf normalerweise. Boah, geil, wie sich deine Brille spiegelt, das sieht voll witzig aus. So war nicht füttern. Gemeint. Nicht beißen, hätte ich mal gesagt. Sag schon Maulkorb oder was? Ja. Da muss ich aufpassen, weil sonst lassen die mich zurück. Ich habe aufgepasst und sie haben mich zum Glück nicht zurückgelassen. Da wurden noch schnell die Ski angeschnallt und dann ging es ab in Richtung der steilen Rinne. Hier nochmal am Ski festgeklebt die Kamera. Das ist auch immer ganz cool von der Perspektive. Aber ein bisschen aufpassen muss man dann halt, dass man die Ski nicht zusammenstößt. Und ja, hier ist dann jetzt eben der Einstieg zu dieser ziemlich steilen Rinne, die sich aber mehr als gelohnt hat, weil sie dir Pulverschnee. Es war echt noch mega, mega gut. Und jetzt gibt's mal ein bisschen Musikuntermalung. Dear friends and gentle hearts, the time has come to part. The jig is up now, so lay me down. So when the world gets dark, seht ihr, was wir noch für einen super guten Schnee erwischt haben? Damit haben wir echt gar nicht gerechnet, aber es war wirklich noch mega. Also da merkt man einfach die Höhe von den Zillertaler Alpen. Abfahrt war mega geil. Jetzt haben wir gerade schon wieder die Felle draufschmeißen müssen. Da stehe ich aber nicht so drauf, weil jetzt heißt es nochmal ein Stück aufsteigen. Ja, einmal Felle rauf ist immer voll okay. Zweimal Felle drauf ist so und dreimal ist dann bläh. Aber ja, was noch viel schlimmer ist, bei der Wiki gibt es Blasen. Scheiße, ich warte mal. Oh, das ist schon echt mies. Oh, die ist ja noch viel mieser. Ja, das Problem ist jetzt, dass ich nicht mehr ausgekramt bin und dass ich das jetzt aufgerissen habe. Aber geht schon, so kann ich es mit. Immerhin. Scheißdreck. Wir haben ja immer so ein bisschen Probleme mit unseren Füßen, leider. Bei mir ist immer die Seite. Ich habe schon so Überbeinchen. Die Wiki auch ein bisschen. Aber so Blasen hatte ich tatsächlich. Ja, da hinten sind wir. Glaube ich fast noch nie. Ihr habt die schönsten. Ja, du hast jetzt schöne. Ihr habt die schönsten. Ihr habt Martin, genau, der hatte so einen Fußpilz, das sah auch ekelig aus, Nagelpilz. Aber jetzt... Habe ich meine Knogelkur gemacht. Ich mache jetzt nebenbei, also hauptberuflich verdiene ich mir Geld für so Videos und Fotos, also Füße. Ja. Ich habe es jetzt blau lackiert, blau-grün. Gell? Hoffnungsträger und so. Nein, ist echt cool. Ich habe echt die schönsten Füße für den Strand, das habe ich mir angesagt. Ja, das ist keine Kunst, denke ich, bei unseren Füßen. Aber das Geilste ist, Martin fährt ja irgendwie Schuhgröße 43,5 oder so und hat aber nur eine Zentimeter größere Füße wie ich und ich fahre 40,5. Aber er fühlt sich ein, die sind zu groß. Wir haben die nämlich letztes Jahr mal abgemalt und dann kam das blaue Wunder, aber ist doch wurscht. Er hat eh die beste Technik, anscheinend braucht er nicht mehr Führung im Schuh. Der letzte Aufstieg war dann zurück ins Skigebiet und da hatte keiner mehr so richtig Lust. Ihr merkt, man schlürft schon nur noch, aber es hat nichts geholfen. Und ja, die Talabfahrt habe ich euch dann nicht mehr gefilmt, weil die war nicht allzu spannend. Da war einfach so viel los und es war recht eisig. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!